nach der Verleihung das erste Fest, genau. Und tatsächlich kann man so mit Stolz behaupten, das erfolgreichste und größte Fest, was wir hatten. Ich bin Caroline Voss. Ich bin Simon Voss. Und wir sind Vivre la Vita. Auch wieder sehr viel positives Feedback. Danach kommen die Leute wirklich hier in den Laden und sagen, mein Gott, habe ich einen Abend gehabt und war hier betüdelt und da. Und also, hätte man das denn gemerkt? Also total, ja, super schön. Ja. Dieses Feedback, was man da bekommt, das pusht einen auch nochmal nach vorne. Ne? Also das ist halt so wirklich, dann denkt man, okay, ich tue was Gutes für die Leute da draußen und die geben einem was zurück und dann ist es so eine runde Sache. So eine, ja, und auch viele sprechen mich auf das Bild an, ne? Auf die Urkunde halt. Ja. Das war uns einfach wichtig, das auch unseren Kunden zu zeigen und dass wir darauf stolz sind, dass wir das so nicht gewonnen, aber als zweiter Platz ja schon irgendwie mitgewonnen haben. Ja, diese Wertschätzung, die war schon sehr, sehr cool. Also wie viele Leute kamen und gratuliert haben, wie viele Blümchen kamen. Also da hat man mehr Glückwünsche gekriegt als zur Hochzeit gefühlt. Ne? Ja, also das Feedback war schon richtig, richtig, richtig gut. Ja. Wir haben jetzt erst unseren kompletten alten Laden, sage ich mal, das ist ja der neue Anbau, komplett umgestaltet in diesem Stil, wie man hier schon sieht, diesem Industrial-Stil. Ja, um einfach weiterzugehen, neue Sachen zu machen, die Leute wieder neu zu begeistern und ganz klar halt neue Produkte schön in Szene zu setzen. Wir machen ja seit diesem Jahr unser Weintasting. Da haben wir unser Nebengebäude ausgebaut. Das ist jetzt gerade so Punkt Nummer eins. Jetzt morgen haben wir wieder ein Weintasting. Da hat sich eine Gruppe Mädels eingebucht. Ja, das ist so der Punkt, den wir gerade auch über den Winter, wo halt keine Feste und so stattfinden können. Das ist so die Richtung, wo wir hinwollen. Wir wollen noch ein paar neue Produkte wieder aufnehmen. Dadurch, dass wir unser Ladenkonzept umgestellt haben, können wir das jetzt auch. Und das sind so die nächsten Hürden hier. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist es einfach gut, mal auf andere zu hören oder beziehungsweise anderen auch zu folgen und zu gucken, was machen die, wie machen die das und sich da vielleicht den einen oder anderen Kniff mal abzugucken. Also zu viel will ich da nicht verraten, aber das ist so vielleicht das, was wir davon mitnehmen, genau. Ja, schon den Mut aufbringen und es machen, ne? Nicht naiv an die Sache herangehen, sondern vorher sich einen Business Case überlegen, einen Business Plan aufstellen, sich selber sagen, was will ich erreichen, in welcher Zeit will ich was erreichen, also schon strukturiert loslegen und dann aber auch nicht nur das auf dem Papier lassen, sondern das auch umsetzen. Also wenn man fleißig ist, sehr fleißig ist und dahinter steht, hinter der Sache und hinter dem, was man macht, glaube ich, ist das schon Fleiß da ein sehr großer Punkt. Ja. Auf jeden Fall. Fleiß bringt Erfolg. Ja. Ja.